So, also das ist eine Publikation, die hier vorliegt vom Schmetterling Verlag, Situationistische Revolutionstheorie, in zwei Bänden. Das ist uns etwas über den Kopf gewachsen, das in einen Band zu pressen, die Situationistische Revolutionstheorie. Wir haben das schnell gemerkt, dass das ein ganzes System ist, das sich da entfaltet, wenn man das darstellen möchte. Und daraufhin haben wir uns dann entschlossen, einen zweiten Band, der würde dann im Januar etwa folgen, zu machen, wo der riesige Anmerkungsapparat, der jetzt schon auf der Website von Theorie.org zur Verfügung steht, muss man also nicht unbedingt den zweiten Band kaufen, um die Anmerkungen dazu gleich mit zu benutzen, sowie weitere Arbeitsmittel wie ein Glossar, die Extended große Literaturliste und Zeittafel, die Situationisten in ihrer Zeit und weitere Zutaten sozusagen in diesen zweiten Band gepackt werden. Und da der erste Band, der hier vorliegt jetzt, einen Charakter als quasi ein Handbuch annimmt, warum werde ich gleich zu erklären versuchen, dass so ein Handbuchcharakter oder Manualcharakter annimmt. Da haben wir es in so einer Entwendung der einer klassischen griechischen, stoischen, philosophischen Terminologie einfach Enchiridion genannt. Das ist quasi eine Ausdrucksweise für sowas wie eine Waffe oder ein Dolch oder ein Handbuch als Manual für flüchtige, schnelle Leserinnen. Diesen Charakter hat dieser erste Band inzwischen bekommen, in dem die Situationistische Internationale in ihrer Zeit dargestellt wird und in ihrem kategorialen Zusammenhang, das heißt die Theorie wird dargestellt, aber geerdet quasi in der Zeit der Revolutionen seit Marx bis in die Zeit der SI hinein, das heißt hauptsächlich in den Mai 1968 in Frankreich, über den zu sprechen sein wird, in dem die SI quasi, ich sage es mal pathetisch, schwülstig ihre Erfüllung gefunden hat. So hat sie das selbst gesehen, dass sie das Stück Praxis geleistet hat durch ihre Theoriebildung 10 Jahre lang und sich dann allmählich auflösen konnte in die Bewegungen, die weitergingen, so ihr Selbstbild, über das auch kritisch zu sprechen sein wird. All das ist im ersten Band dargestellt, so knapp wie es ging. Im zweiten Band sind dann begriffliche über die Anmerkungen hinaus, die selbst so ein Begriffskompendium darstellen und wie gesagt andere Arbeitsmittel zusammengebündelt, sodass das auch den Charakter eines kleinen Werkzeugkastens, auch im Foucault'schen Sinne kann man das ruhig so verstehen, hat. Auch beides ist erklärt, was Enchiridion, Handbuch und was Organon, kleines Organon nennen wir es, wie Brecht das Organ von Aristoteles anti-aristotelisch entwendet hat und das kleines Organon fürs Theater nannte, so nennen wir diesen zweiten Band dann auch einfach etwas pathetisch kleines Organon. So hat man da eine Art siamesische Zwillinge zur Hand, wo man also versuchen kann, die SI zu entdecken, denn es stellt sich raus, dass etwa jetzt beim 10. Todestag von Guy Debord, der bekannteste der Situationisten, der vor ziemlich genau vor zehn Jahren, am 30. November 1994, sich das Leben nahm und damit eine erneute Rezeptionswelle ausgelöst hat, dass trotz dieser Rezeptionswelle, die zum ersten Mal auf ziemlich breiter Front editorisch in der Bundesrepublik Deutschland dann auch endlich stattfand, doch dazu geführt hat, dass mehr Verwirrung und Konfusion als Klarheit über das, was die Situationisten waren, als Menschen, als Organisation und als, wie sie sich nannten, Theoretikerinnen und Experimentatorinnengruppe, was sie dann tatsächlich repräsentiert haben. Repräsentiert ist bereits schon ein Lapsus. Sie hätten sich nie, die Situationisten hätten sich niemals als Repräsentanten von irgendwem bezeichnen lassen. Sie lehnten die Repräsentation, die politische oder sonst welche organisatorische Repräsentation von irgendwelchen subversiven oder revolutionären Menschen, Leuten oder Klassen strikt ab und begründeten dies auch. Und vor allem lehnen sie es ab, und da fängt es schon an, das Missverständnis, sich als Situationismus betiteln zu lassen. Wenn die Zeit jetzt nicht so furchtbar knapp wäre, dann würde ich
mindestens 3 oder 4 Selbsterklärungen der Situationisten hier zitieren, wo sie strikt verbieten, dass von Situationismus in ihrem Zusammenhang die Rede ist, weil ein Situationismus, das wäre ein Ismus, ja, und ein Ismus ist, so wie Marx gesagt hat, ich für meinen Teil bin jedenfalls kein Marxist, bei mir gibt es keinen Marxismus, sondern gibt es eine offene Theoriebildung, so haben die Situationisten sich ebenfalls als Leute verstanden, die es gerade darauf anlegen, jeden Ismus, jede Doktrin ab der marxischen wissenschaftlichen Anstrengung einer Revolutionstheorie, da jede Geschlossenheit, jedes Dogma kaputt zu machen und auch keine revolutionäre Ideologie im Sinne von jetzt verkehrtem und falschem Bewusstsein Ideologie aufgefasst, aufkommen zu lassen in ihrem Zusammenhang. Alles, was die Situationisten in dieser Richtung beobachten mussten oder über sich ergehen lassen mussten, dagegen haben sie sich gewehrt, das haben sie als Rekuperation bezeichnet, ein weiterer situationistischer quasi Fachausdruck ist auch schon schief, also ein revolutionstheoretischer Begriff. Rekuperation ist dem militärischen Bereich entnommen und heißt so viel wie Besatzung, Erbeutung, Beschlagnahmung durch eine Besatzungsmacht, durch einen Okkupanten, einen militärischen, durch einen Sieger und all das, was die revolutionären und subversiven Kräfte in der Geschichte der modernen Gesellschaft vor allem hervorgebracht haben, sehen die Situationisten in dieser sofortigen Situation, der sofortigen Gefahr, rekuperiert, beschlagnahmt zu werden vom Feind. So ist der ganze situationistische Internationale ergangen und in dem Zusammenhang ist auch der Begriff, hier muss man den Ismus sogar hervorheben, des Prosituationismus entstanden. Denn kaum, noch nicht mal waren die Situationisten sozusagen am Ende, da wurden sie Mode nach dem Mai 68, da wurden sie als eine Legende dargestellt oder angeschwärmt, ja, bekamen viele Anhänger, plötzlich bekam eine Presse und es entstand sofort ein Mythos von denen, die den Mai 68 irgendwie organisiert hätten. So sah es aus. Auch darauf wird kurz einzugehen sein. Jetzt habe ich kurz umrissen, wie das mit den Situationisten, wer das überhaupt also im Selbstverständnis war und wie sie ex negativo sich abgegrenzt haben gegen die üblichen linken und organisatorischen Vorstellungen, wie man sich zur Revolution organisiert oder wie man Revolutionstheorie organisiert. Und jetzt wäre erstmal die Frage, wie wir diese kurze, knappe Zeit nutzen. Vorgesehen war, dass wir, da ja die SI im deutschsprachigen Raum trotz aller Situ-Industrie sozusagen der letzten 10 Jahre, die sich hauptsächlich um Debord, die Figur Debord, Guy Debord festmacht, doch sehr wenig bekannt geworden ist, ebenso darauf eingehen, dass der Mai 68, der für sie der Kulminationspunkt ihrer Tätigkeit theoretisch und praktisch war, dass der ebenso wenig bekannt ist. Das heißt, es existieren eigentlich nur Klischees. Da denkt man an Jugendbewegungen und Studentenbewegungen, so sind die Sprachregelungen oder irgendwelche Barrikaden im Mai und so eine Romantik. Ja. Es handelte sich aber in der Sicht der Situationisten um den ersten und bisher auch letzten, in diesem Ausmaß letzten Aufstand und Revolutionsversuch des Proletariats in einem westlichen, voll industrialisierten Land des, ich sage es jetzt in der Folge so, des Consumer Capitalism. Der Ausdruck scheint mir so am griffigsten oder scheint uns so am griffigsten. Und diese moderne proletarische Revolution ist es eigentlich, die mit den Situationisten, mit ihrer Geschichte, mit ihrem Selbstverständnis, mit ihrer Theoriebildung zugleich eigentlich verdeckt worden ist bis heute und wo dann nur solche Klischees von Studenten oder Jugendbewegung geistern, während die Rolle des Proletariats mit dieser letzten Erhebung, die dann abdrehte, die nicht weitergehen konnte, das hätte zu einem Bürgerkrieg geführt und hätte sich internationalisieren müssen in ungeheurem Ausmaß, dann hätte die NATO interveniert. Also das Proletariat hat damals in seiner eigenen Initiative in der Versenkung verschwunden. Ja, aufgrund dieser Lage ist die ganze Kategorie des Proletariats in der Linken eigentlich auch verdrängt worden. Und diese Verdrängung des Proletariats, das nicht irgendwie die Blaumänner sind oder sich an irgendeinen Phänotypus festmacht, sondern das einfach die Menschen sind in ihrer Gesamtheit, die ihre Arbeitskraft und damit auch ihre Persönlichkeit, ihr Leben, ihr Menschsein, ja, und alles Mögliche, ihre Möglichkeiten auch zu leben, als Ware an irgendein Kapital oder Staat, an irgendeine Firma, als fremde Macht, die ihnen feindlich fremd gegenübersteht, die sie ausbeutet, verkaufen müssen. Dieser Grundskal der bürgerlichen Gesellschaft, ja, und der proletarischen Situation, Existenz,
wie Marx das nennt, der wird eigentlich auch massiv seitdem in der ganzen Linken verdrängt. Es ist kaum vom Proletariat die Rede, es ist der Abschied vom Proletariat erklärt worden allerseits. Und diejenigen, die sie aufs Proletariat setzen, haben im Wesentlichen ähnlich wie in der Zeit vor und nach, vor der SI und in der Zeit der SI, so auch danach, sich an einen bestimmten sehr mythisch gezeichneten Phänotyp des Proletariats, eine bestimmte historische Gestalt fixiert und versuchen nun auf diese Gestalt, sagen wir die Industriearbeiterschaft, fordistischen Erscheinungstyps etwa, ja, die schwierige Arbeiterfaust und so weiter, ich brauche das nicht aufzuzählen, da gibt es auch gute Literatur dazu, die wir in unserer Literaturliste empfehlen, das Bild vom Proletariat, das Spektakel des Proletariats, all das ist eigentlich auch nur spiegelbildlich zu dem Abschied vom Proletariat, eine Fixierung auf eine historisch vergangene und verdrängte Gestalt auch gewesen. Die Frage der Proletarität steht also im Raum. Und wir haben jetzt genau das getan in diesen zwei Büchlein, was alle, die die situationistische Theorie und die situationistische Geschichte behandeln, auch die Klassiker wie Roberto Orth, die ungeheuer Kernerarbeit geleistet haben als wissenschaftliche, kunsthistorische Forschung, um vieles über die SI rauszukriegen, wie die gelebt haben, was das für Leute waren, wie sie entstanden ist in den 50er, 60er Jahren. Und all das sind wertvolle Beiträge. Sie umgehen aber allesamt diese Frage der Proletarität, sie haken sie ab, selbst Schwärmer für die SI, wie ich nenne jetzt hier nur den Debordisten Anselm Jappe, der auch große Verdienste mit seiner Debord-Biografie hat, haken und streichen und kürzen die Frage des Proletariats bei der SI weg. Für die SI war aber genau die Frage der Proletarität im Mittelpunkt, so wie für die SI im Mittelpunkt ihrer Theoriebildung die Wert- und Warenform stand, um die herum und auf die basierend sich dann die Gesamtgestalt des kapitalistischen Reproduktionsprozesses quasi, wie soll man das sagen, sie gründen sich auf die Wert- und Warenform, das ist die Kernform, wie Marx das nennt, des ganzen kapitalistischen Gesellschaftsgebildes und des Gesellschaftsprozesses, des Gesamtprozesses der kapitalistischen Reproduktion, der ist ohne die Wert- und Warenform in ihrer Keimform nicht begreifbar, wie auch die Wert- und Warenform ohne die kapitalistische Gesamtgestalt nicht zu begreifen ist, man kann sich nicht loslösen und das Ganze auch vom Arbeitsbegriff her, der beidem zugrunde liegt, der kapitalistischen Warenproduktion und der Wert- und Warenform, jetzt mal unter Abstraktion der kapitalistischen Gesamtgestalt, liegt jedes Mal eine bestimmte Form, eine bestimmte entfremdete Form von menschlicher Arbeit zugrunde, von menschlichen Beziehungen in dieser Arbeit, von Produktionsverhältnissen. All das ist geflissentlich aus der Rezeption der SI bisher weitestgehend ausgeblendet worden. Und diese Lücke wollen wir mit unseren Büchern erstmal jetzt füllen. Für Leute, die wissen wollen, wer war das überhaupt. Gut. Soweit als Vorlauf. Erstmal Fragen hierzu. Sonst fahre ich fort, wer wir überhaupt sind, wie wir dazugekommen sind, das zu machen. Es sind drei Autoren. Und das ist vielleicht ein bisschen irreführend angekündigt und da kann ich drei Worte dazu sagen. Dann würde ich vorschlagen, dass wir in den Text reinspringen, den wir vorlegen, nämlich diese Exkurse auf der Website, also was nicht im Buch steht, sondern zum Buch hinzugefügt wird und nochmal eine besondere Arbeitsmöglichkeit als dialogischer Prozess sich der situationistischen Revolutionstheorie und damit der Revolutionstheorie ab Marx anzunähern, das zu diskutieren, das zu kritisieren, das in einen ganzen Kommunikationszusammenhang hineinzubewegen, damit man nicht als Konsument mit so einem Buch Frissvogel oder Stirb da sitzt und das dann abstellt in den Bücherschrank für die nächsten 10 Jahre, wie das ja normalerweise mit solchen Sachen, zum Beispiel mit den Büchern über die SI vor 10 Jahren weitgehend geschehen ist. Und so wollen wir das nicht. Wenn jetzt Fragen aufgekommen sind, sollten wir vielleicht erstmal kurz zusammentragen. Ansonsten 3 Worte zu den Autoren, ihrem Anliegen. Und dann im Rest der Zeit, sagen wir ungefähr 1/2 Stunde, wenn meine Uhr mich jetzt nicht trügt, haben wir dann noch einen Sprung in die Geschichte des Mai 68 aus der Perspektive der SI, damit man auch nochmal die Palette, was war überhaupt dieser Mai 68 als Kulminationspunkt der SI in ihrer Zeit, mal so vor Augen kriegt. Dann geht man, glaube ich, mit einem Gewinn hier fort. Also Fragen haben sich vielleicht ergeben oder totale Unklarheit oder auch Kritik, dann können wir das jetzt schnell. Quassel ich zu schnell oder schieben wir? Oder? Also noch schneller wäre schwierig. Gut, dann sage ich ein paar Worte. Ich lasse mich auch ständig gern unterbrechen, also bin da richtig froh und den Redefluss mal unterbrochen zu kriegen, wenn es irgendwelche kritischen Hinweise oder Verständnisfragen gibt.
Die Autoren sind alles männliche Leute. Biene steht eigentlich auch für die produktive Gesamtbiene sozusagen. Das heißt, die etlichen Co-Autorinnen, Autorinnen, die uns dabei geholfen haben. Offiziell sind das Pseudonyme, sind drei. Biene Baumeister steht für einen ungefähr 35-Jährigen aus einer sehr Autoindustrie geprägten Stadt, der aus anarchistischer Richtung sich der SI angenähert hat, der Entdeckung der SI ungefähr auch so vor 15 Jahren. Zwi, das steht für meine, das ist mein Pseudonym, Kürze. Ich bin, würde man sagen, Angehörige der revolutionären Lumpenintelligenzia und der stolzen Linie, ich will jetzt keine Namen aufzählen, wäre zu eitel. Und Negator ist auch eine eigene Person, jetzt nicht hier angekündigt, sondern das ist ein Hamburger, mehr Poplinker. Ich selbst muss sagen, ich bin der Älteste von diesen dreien, der aus einer maoistischen Richtung politisch sozialisiert gekommen aus den 70er Jahren und habe mich dann hauptsächlich über Lukács-Spezialisierung und SI und eben die Theoriebildungen, wo der Warenfetischismus sehr stark und die Wert- und Warenform, Wertformanalyse im Vordergrund stand, dahin bewegt, dass ich mit den anderen dann nach dem Freitod von Debord zusammengekommen bin. Also Negator wäre dann derjenige, der für diese poplinke Tradition steht, auch ungefähr so Mitte 30 jetzt ist. Und wir haben damals ungefähr 3 Jahre so an die 10, 12 Treffen in verschiedenen Städten gemacht, um aufgrund des Korpus dieses vorliegenden Textmaterials, neue Übersetzungen von situationistischen Texten, neue Übersetzungen von Debords Schriften, hauptsächlich auch die Gesellschaft des Spektakels. Das haben wir uns angeeignet und in der Tradition einer solchen Aneignung haben wir uns eigentlich auch ganz gut entwickeln können von diesen Baustellen, wo wir herkamen und uns zusammenraufen können und da auch Veränderungen durchmachen können und vor allem das Theorie-Praxis-Verständnis schärfen können, ja, in der Hinsicht, dass wir, also was mich zum Beispiel angeht, keine Minderwertigkeitskomplexe mehr habe, wenn es heißt, ja, du, ich sage das mal so ganz vulgär, du Hirnwichser, ja, du machst, du, wo ist denn deine Praxis, was machst du denn überhaupt praktisch, ja, und diese Kampagnenbetriebsamkeit der Linken, wie sie geht und steht, durchaus mal laufen und weiter ins Leere laufen zu lassen oder mit dem Kopf gegen die Wand laufen zu lassen, ohne schlechtes Gewissen und zu sehen, dass die Linke, wie sie geht und steht, eigentlich immer ein Teil der bürgerlichen Gesellschaft, der linke Flügel der bürgerlichen Gesellschaft war und solange die Linken nicht die Anstrengung machen, theoretisch die Kritik der politischen Ökonomie sich anzueignen, da wird einem nichts geschenkt, zusammen kollektiv eben sich zur Klasse des Bewusstseins als Proletarisierte auch zu machen, sich auch überhaupt erstmal als Proletarisierte wahrzunehmen, nicht als das Ghetto der Linken gegenüber irgendwelchen Arbeitern, mit denen die einen dann enttäuschen oder auch nicht, oder um die man wirbt, sondern ist Teil des modernen Proletariats, das sich ständig auch wandelt. Und in diesem Zusammenhang, das Grundpostulat der SI auch einzusehen, zu übernehmen, dass das Proletariat seine Emanzipation von der Proletarität nur erlangen kann, wenn es sich zur Klasse des Bewusstseins machen kann, wenn es sich so organisieren kann, dass es sich die Theorie selbst aneignet und nicht irgendwelche orthodoxen oder doktrinären Repräsentanten als Sachwalter und Gralshüter von Theorie, von der richtigen Theorie und so weiter sich da bewegen lässt, sich vertreten lässt, sondern das selbst sich anzueignen, sich zur Klasse des Bewusstseins zu machen. Darauf kommt es im situationistischen Sinne an und insofern hoffen wir, dass auch diese Aneignungspraxis als eine theoretische Praxis, dass die auch ein bisschen populärer wird, um sich greift und dass Leute erkennen, dass es so mit dem Zustand der galvanisierten Linken und ihrer Kampagnenpolitik, die sich auch festrennt, nicht weitergehen kann. Jetzt habe ich schon etwas zu viele Worte im Abgrenzungsmodus eigentlich verloren, das war nicht der Sinn der Sache. So viel jetzt zu uns als drei Autoren mit produktiver Gesamtbiene drumherum. Und nun würde ich vorschlagen, einfach einen Sprung zu machen in die Geschichte, kleine Geschichte der SI und da etwas zu lesen, soweit wir kommen, über den Mai 68, ereignisgeschichtlich. Der Punkt ist, dass wir in Exkursen deswegen verschiedene Revolutionsknotenpunkte, im Moment stehen auf der Website des Theorie.org Verlages, die ja parallel dazu anbietet, zu diesen Printfassungen, stehen da erst drei Kurzexkurse.
über Japan. Da hatte die SI sozusagen eine Connection mit der Zen Gakuren, und also einem sehr radikalen Studentenverband, der auch über das Studentische hinausging, sehr modernistisch und sehr militant. Dann über Israel, die Herausforderung Israel, von Anfang an als ein Staat, nicht wie jeder andere Staat, sondern ein Staat, der in einem bestimmten Verhältnis zu dem im Kapitalismus immer weiter hochgekochte und immer weiter ausgebrüteten antisemitischen Bewegungen oder Alltagsreligion des Antisemitismus sich behaupten muss und deswegen nicht einfach wie jeder andere Staat abgekanzelt oder abgetan werden kann mit dem Palituch. Das geht nicht, das transportiert, zumindest in Deutschland ist das ganz unmöglich, mit dieser Zeichenhaftigkeit des Palituchs jetzt etwa daran festgemacht oder einem frischfröhlichen Antizionismus jetzt Stellung gegen Israel zu nehmen. Das haben die Situationisten auch so krude nicht gemacht. Sie haben aber andererseits gegenüber Israel und in der palästinensischen Situation eine schwankende Stellung bezogen, die wir näher untersuchen. Allerdings haben wir diese Frage nicht im Buch, nicht ins Buch genommen, weil uns das nicht sozusagen, ernsthaft genug in dieser Kurzfassung schien. Die kann man sich jetzt auf der Website angucken und es existiert auch eine Langfassung, die wir dann auf die Website auch stellen werden, wenn sie so redigiert ist. Das ist der Israel-Exkurs und da ist noch ein dritter Exkurs auf der Website über China, also das Maoismus-Phänomen und wie die SI damit umgegangen ist, insbesondere mit der Frage der sogenannten großen proletarischen Kulturrevolution. Und diese drei Exkurse sollte man sich mal angucken. Was jetzt als nächstes draufkommt auf die Website, soll die Extended Version dieser Geschichte der SI, die hier in der kurzen Vorwort-Einleitung-Fassung schon steht. Diese Extended Version, die soll ereignisgeschichtlich in einer größeren Ausführlichkeit und damit man auch versteht, wie die Windungen und Wendungen und die Phasen der SI, die hier kurz nur schematisch, schablonenhaft eher vielleicht wirken mögen, wie die auseinander hervor sich entwickelt haben, und das soll auch als Appetizer hier dienen, wenn wir da kurz reingehen, um sich das näher anzugucken, zu arbeiten und das auch zu kritisieren oder da sich reinzuhängen. Soweit erstmal. So, dann fange ich jetzt an, die Phasen der Geschichte der SI, wie wir sie gegliedert haben. Immer fragen, wenn irgendwelche Unklarheiten oder sowas aufgekommen sind. Man könnte die erste Phase als Nullphase bezeichnen, nämlich die müssen wir behandeln, um die SI zu verstehen, wie sie entstanden ist, so ab dem Ausgang des Zweiten Weltkrieges, zentriert in Frankreich und da wieder in Paris, aber zusammengesetzt aus vielen Exilanten, aus Leuten aus Nordafrika, Leuten jüdischer Prägung aus Russland, aus Rumänien und verschiedene andere Ethnien, wenn man so sagen will, die in Paris sich da als ganz junge Leute gefunden haben, im Schatten des alt gewordenen Surrealismus und in dem Rahmen des sogenannten Lettrismus. Die haben sozusagen eine Clique um bestimmte Kneipen gebildet, so um 1950, Anfang 50 rum, und haben sich dann von so einem Guru, würde man sagen, ich will jetzt gar keine Namen weiter nennen, das geht schon viel zu sehr ins Detail, haben sie sich dann auch getrennt, der diesen Lettrismus gegründet hatte, so mehr so eine exzentrische Persönlichkeit, auch so mit so einem ungeheuren theoretischen, universaltheoretischen, neodadaistischen Zugriff, und haben dann sozusagen mehr und mehr ihr eigenes Ding gemacht, was sich dann als Lettristische Internationale gegründet und konstituiert hat. Man kann in Büchern wie von Grail Marcus zum Beispiel oder auch Roberto Ohr, das sind die zwei Standardbücher über die SI-Geschichte im deutschsprachigen Raum, man jede Menge wundervolle Anekdoten und Einzelheiten lesen, auch mit Gewinn über diese Phase. Wir nennen es erstmal die quasi Nullphase, die Vorphase zur Bildung der SI, auf die jetzt nicht näher eingegangen werden kann. Nur, sie war absolut prägend für diese Handvoll Leute in Paris, die dann 1957 eine neue Internationale gründen, die den Namen Internationale eher verdient hat. Eine ganz mickrige, aus nie mehr als vielleicht so 40 Leuten bestehenden und in einem Zeitpunkt auch aktiv waren vielleicht immer nur so 20 Leute höchstens. Ja, das war also eine Handvoll Leute gewesen, die da wirklich was, so eine Internationale quasi mit Aktivität gefüllt hat, hauptsächlich auch durchs geschriebene Wort.
dann auch durch immer mal ein paar Aktionen. Die haben sich 1997 aus der Lettristischen Internationalen herausgegründet, und das war die Phase 1, das war die Gründungsphase, zusammen mit Künstlern. Künstlern, die sie in der Tat aus Skandinavien, aus Belgien, aus Ungarn und anderen Regionen Westeuropas, Europas zusammengezogen hatten, die zusammentaten, um den Impuls eines radikalen Kunstmodernismus mit dem Impuls einer erneuerten proletarisch-revolutionären Internationale, im Sinne der ersten Internationale, die Marx und andere gegründet hatten, um das zusammen zu amalgamieren und eine neue Sprachkraft, die auf die Alltagswirklichkeit im Kapitalismus hinzielte, die diese versuchte aufzusprengen und die hauptsächlich auf die Bedürfnisstruktur der Menschen in dem modernen Kapitalismus. Marx spricht in dem Zusammenhang von radikalen oder enormen Bedürfnissen. Wir haben das genau untersucht, woher diese ganzen Kategorien auch kommen. Und darauf setzend nun eine ganz neue Strategie und auch eine neue Organisationsform zu entwickeln, die schon im Hier und Jetzt und nicht durch Warten auf den Nimmerleinstag, den Big Bang, irgendeine Revolution, die die große Organisation da macht oder auch nie macht, also weder attentistisch wie die alte Sozialdemokratie, noch irgendwie blankistisch durch Putschs irgendwelcher KPs oder sonst wem, sondern durch das Engagement der subversiven Menschen, die auf eine Revolution aus sind, selber. Und durch ihre Assoziation als, Marx hätte gesagt, gesellschaftliche Individuen, Individualitäten, die sich so assoziieren, dass sie auch im Hier und Jetzt, jetzt muss ich ein kritisches Wort sagen, zu leben verstehen. Nur dieses zu leben verstehen, sozusagen, das darf nicht als dieses billige Savoir-vivre von sozusagen einer Toskana-Fraktion missverstanden werden oder Weißwein oder sowas, was man auch im Bereich von vielen Prosituationisten heute so erlebt oder in dem Sinne verstanden werden, wir haben es irgendwie in den Genen, dass wir Linke sind, dass wir Aktionen machen können, dass wir Fantasie und Kreativität haben. All das war so eine Ambivalenz in der Künstlerphase der SI, die ungefähr bis 1961, 62 ging und dann abgebrochen wurde, dass man nicht mehr die Stützpunktbildung, von der gesprochen wurde, und das Engagement mit künstlerischer Fantasie, mit künstlerischer Kreativität, mit einer Art Tagträumen, ich kann die Terminologie jetzt hier nicht näher darstellen, eine Art Hochholen der Träume, die Parole war, macht eure Träume zur Realität, also nicht etwa die Fantasie an die Macht, das ist eines der dümmlichsten Vorurteile über das, was die SI verkörpert oder gewollt hätte, die Fantasie an die Macht, darüber haben sie sich nur lustig gemacht, sondern die Träume im freudschen Sinne als Vorbewusstes begreifen oder auch im kollektiven Traumschlafsinne von Walter Benjamin, der für die SI-Theorie sehr viel Vorarbeit geleistet hatte in den ungefähr gegen 1940, im Passagenwerk hauptsächlich und in den Geschichtsthesen von 1940, da findet man schon so viel vorgebildet von der situationistischen Revolutionstheorie, dass es ganz frappierend ist und das in der Tat auch einen dazu lenkt, näher zu gucken, haben die denn Walter Benjamins Theoriebildung überhaupt, also die mussten die eigentlich kennen. Gibt auch Kanäle, aber das ist Spekulation bis heute, ob sie das über Henri Lefebvre, so ein Professor, der so eine Art Mentor für sie, für die jungen Situationisten, für die jungen Präsituationisten, die Lettristen, fungiert hatte, ob sie das über den bekommen haben oder über bestimmte Veröffentlichungen, Geschichtsthesen, sind schon 1946 in Frankreich veröffentlicht worden von Walter Benjamin, Walter Benjamin hat sich 1940 umgebracht, aber die Geschichtsthesen hatte er einem Pierre Missack noch selbst vorgelesen, gegeben, und der hat die dann veröffentlicht in einer sehr verbreiteten Zeitschrift. Dieses winzige Detail, das wir auch sozusagen selbst rausgekriegt haben, das erwähne ich jetzt nur, um zu sehen, es war ein sehr starker Benjaminer Einfluss in dieser Theoriebildung, ebenso wie ein sehr starker lukaschianischer Einfluss ist. Das ist auch eine sehr unbekannte Dimension, die wir da rausholen. Die Phase der SI, die mit der Künstlerphase endete, die ging dann in eine seltsame, jahrelange Periode über, die wir die Phase 3 nennen, wo die sogenannte theoretische Praxis oder Praxis der Theorie ganz im Vordergrund stand. Und hier will ich einsetzen, wie der Übergang von einer Phase der theoretischen Praxis oder Praxis der Theorie in das, was die Situationisten dann eine Phase der Theorie der Praxis nannten. Das heißt, dass die Leute, die Praxis machen, revolutionäre, subversive Praxis, wie sie dann im Mai kulminierte, dass sie sich auch der theoretischen Impulse bedienen, die solche Theoretiker und Experimentatorinnen, Gruppen wie SI bereitstellen. Und das ist die eigentlich interessante und spannende Sache, wo eine Mystifikation, die sich über die SI-Geschichte gelegt hat, ja, die großen Revolutionsmacher einerseits, was Quatsch ist,
was sie auch von sich gewiesen haben. Andererseits aber auch die Hirnwichser, die nur ihre Zeitschrift rausgaben mit diesem Metallic Chromo Lux Einband und für Kenner und Liebhaber und so weiter und sonst überhaupt nicht erfasst hätten, wie die Klassenkämpfe sind oder was für eine ökonomische Situation sich auf Krise hin beispielsweise entwickelt. Wird der SI oft vorgeworfen, sie hätten gar keine Krisentheorie gehabt, gar keine richtige Kritik der politischen Ökonomie getrieben, wie es rentistische Organisationen intensiv getan haben, die dann gesagt haben, ja, wie kann denn der Mai 68 ausgebrochen sein, kann eigentlich gar nicht geschehen sein, es gab ja gar keine richtige ökonomische Krise. Die kam dann erst danach. Ja? Also solche Fragen, die liegen alle verborgen in der auch noch gar nicht so textlich gehobenen, man denke nur an das Briefwerk von Guy Debord, das noch gar nicht übersetzt ist, was sehr viele Aufschlüsse gibt über die wirkliche Praxis der SI in jener Zeit. Wie viel Zeit haben wir denn jetzt überhaupt noch bis zum Ende? Ich muss das kurz realisieren. Meine Uhr ist, glaube ich, nicht so zuverlässig. Stimmt es, dass wir noch 20 Minuten haben? Ja, dann riskieren wir es. Ich springe dann jetzt in diesen Text, also Extended Version der kleinen Geschichte der SI und des Mai 68. Hier ist eine Schrift reproduziert, über das Elend im Studentenmilieu, betrachtet unter seinen ökonomischen, politischen, psychologischen, sexuellen und besonders intellektuellen Aspekten und über einige Mittel, diesem abzuhelfen. Extra satirisch akademisch gehaltener Titel. Mit dem war als Flugschrift in Straßburg 1966 ein Skandal entzündet worden. Da haben Studenten die SI quasi gebeten, ihnen zu helfen, da so ein Skandal in dem, was wir heute AStA nennen würden, oder Studentengewerkschaft war es dort, zu entzünden, zu entfesseln. Das gelang auch. Und dadurch war mit einem Schlag, man kann sagen weltweit, durch sehr viele Übersetzungen in den folgenden Jahren, auch bis nach Japan, die SI sehr bekannt geworden. Und da wurde natürlich ihre Praxis und ihre theoretische Praxis sehr in einen Zugzwang auch gebracht. Sie intensivierten ihre Analysen. Und diese Analysen kulminierten dann in dieser Phase der theoretischen Praxis, vor allem in diesem doch sehr berühmten Buch. Und es ist eine Art Jahrhundertbuch, kann man sagen. Es ist eine Art, es ist gedacht als Fortschreibung von Marxens Das Kapital 1, genau 100 Jahre zuvor, 1867 erschien dann 1967 von Guy Debord Die Gesellschaft des Spektakels. Es gab auch vorher Versuche, die Gesamtdarstellungen der Spektakeltheorie der SI zu liefern, vor allem das Handbuch für die jungen der Lebenskunst für die jungen Generationen, ungefähr so hieß es, auch Savoir Vivre figurierte darin, dieser ambivalente Ausdruck von Van Halgem, das war auch kurz vorher erschienen, war lange verschleppt worden. In diesen Gesamtdarstellungen der Theoriebildung, einer Gesamtkritik, einer Kritik der Totalität des modernen Kapitalismus, insbesondere im Westen, hat die SI alles versucht, um Impulse in die Bewegungen zu geben, die sie nämlich sehr genau und sehr akribisch auf Seiten der Subversion des wirklichen Proletariats beschrieben hat. Das war alles jetzt intensiviert in der Phase 3, die im Straßburger Skandal eigentlich schon langsam zu Ende ging. In ihrer Auswertung und Begründung des sogenannten Straßburger Skandals, so heißt es jetzt auf der Website im Detail, gaben die Situationisten der Studenten- und Jugendbewegung der 60s nüchtern folgende Stelle. Und wir lassen in unserem Buch möglichst oft, ist natürlich leider oft nicht möglich, die SI selbst sprechen. Also viele Dokumente, die zwar übersetzt sind, die aber nicht mehr zugänglich sind. Vor allem diese hervorragende Darstellung des Mai 68 durch die Situationisten kurz danach von René Viennet, Wütende und Situationisten in der Bewegung der Besetzungen. Dieses Wütende ist eine Übersetzung des Wortes enragé, auf das wir noch gleich kommen werden. Also jetzt wird hier im Text immer von den enragés, den Wütenden oder Rasenden, die Rede sein. Sagen wir gleich, das Wort enragé, Wütende, Rasende, Entfesselte, ist entlehnt aus der Französischen Revolution von 1793. Das war der äußerste linke Flügel, sehr atheistisch, sehr hedonistisch, links von den Jakobinern, man kann sie nicht mehr als Jakobiner so direkt bezeichnen, der plebejisch-proletarische Flügel, kann man sagen, in der Französischen Revolution, und da haben sie versucht anzuknüpfen, also links vom Jakobinertum, das ja immer auf den Staat und auf die Demokratie als Staatsform gesetzt hatte, haben sie dieses mehr anarchische Moment repräsentiert, verkörpern wollen, auch diese Gruppe, die sich Enragés nannte und zunächst mal unabhängig
nicht ideell unabhängig, aber organisatorisch unabhängig von den Situationisten, der Situationistischen Internationale entstanden war. Und hauptsächlich nach dem Straßburger Skandal tauchten solche Leute, die sich Engagés nannten, in Nanterre, in der Universitätsstadt Nanterre auf. Jetzt aber zunächst mal zu dieser Frage, sind denn diese 68er Bewegungen, die damals in Frankreich auch mit Verzögerung gegenüber den USA vor allem begannen, sind denn mehr als eine Studenten- und Jugendbewegung, wie heute immer so hingestellt wird? Dazu die SI. Selbstverständlich gibt es für die revolutionäre Jugend keinen anderen Weg als den Zusammenschluss mit der Masse der Arbeiter, die von ihrer Erfahrung mit den neuen Ausbeutungsverhältnissen ausgehend dabei sind, den Kampf um die Beherrschung ihrer Welt, um die Aufhebung der Arbeit, und das ist bei der SI immer zu verstehen, da gehen wir sehr weitläufig darauf ein, als Abschaffung der entfremdeten Form, als wahre Arbeitskraft, also der Lohnarbeit als eine Form der historischen Zwangsarbeit, nicht Abschaffung der Arbeit überhaupt. Das ist ja so ein blühender Blödsinn, wie er in der Linken in den letzten 10, 15 Jahren krassiert hat. Man könnte die Arbeit einfach so abschaffen. Es geht immer um die Form der Arbeit, und damit verändert die Arbeit dann freilich auch ihren substanziellen Gehalt, indem sie verwandelt sich in sowas, was dem Spiel mehr ähnelt. Das sind komplizierte Probleme historischer Dialektik, will ich mal sagen, Widersprüchlichkeiten, die von der SI sehr ernsthaft behandelt werden, und die krude Formel der Abschaffung der Arbeit, das Wort Abschaffung der Arbeit oder Aufhebung der Arbeit kommt hier und da mal vor, so wie es beim jungen Marx hier und da mal vorkommt. Wir müssen aber immer sehen, und das wird hier sehr erhärtet, auch gegen den Tross der Linken, die zum Teil eben den Arbeitsbegriff von Marx, die da dran rumdreht, das geht bis zu Postone jetzt, die den Arbeitsbegriff auf den Kapitalismus beschränken will. Das ist also ein großes offenes Problem, das zu diskutieren wäre, wo die SI eindeutig Stellung bezieht. Und so auch hier, wenn sie sagt, die Aufhebung der Arbeit, dann heißt das die Aufhebung der Arbeit als Lohnarbeit, der entfremdeten Form der Arbeit. Den Kampf um die Beherrschung ihrer Welt, den Kampf um die Aufhebung der Arbeit in diesem Sinne, sind die Arbeiter in ihrer Masse dabei wieder aufzunehmen, Mitte der 60er Jahre, diagnostiziert die SI. Während die Jugend anfängt, die aktuelle theoretische Form der wirklichen Bewegung kennenzulernen, die überall spontan aus dem Boden der modernen Gesellschaft neu hervortritt, stellt das nur einen Moment in dem Prozess dar, durch den sich diese vereinte theoretische Kritik, die sich mit einer praktischen Vereinheitlichung identifiziert, darum bemüht, das Schweigen und die allgemeine Organisation der Trennung zu durchbrechen. Nur in diesem Sinne stellt uns das Resultat des Straßburger Skandals zufrieden. Aus dieser Jugend schließen wir selbstverständlich die durch die Halbprivilegien der Universitätsbildung entfremdete Schicht aus. Also ein eher gegen das Studentenmilieu und seine kurzatmigen Interessen sozusagen, Karriere machen, Führungskräfte werden, ja, gerichtete Stellungnahme der SI gegenüber diesen Bewegungen der 60s, gilt es festzuhalten. Während die Folge der kleinen proletarischen Eruptionen in den 60er Jahren nicht abriss, welche die SI als das Wühlen des guten alten Maulwurfs, das ist ein Bild von Shakespeare, das über Hegel bis zu Marx geht, das Proletariat als der Maulwurf, der blind vor sich hin wühlt und dann plötzlich durchbricht an die Oberfläche. Also die SI hat das Wühlen des guten alten Maulwurfs des Proletariats begrüßt, ihre unaufhaltsame Latenz genau wahrgenommen. Und während sie das beobachteten, bereiteten sie sich nicht ohne alle möglichen Kontakte mit Links- und Rätekommunistischen Organisationen auf die angestrebte radikal-rätekommunistische Bildung der autonom-proletarischen Selbstorganisation vor, die, wie Marx das in anderem Zusammenhang sagt, die nichts außerhalb ihrer lassen kann. Also eine Selbstorganisation des Proletariats schwebt ihnen vor, beileibe kein luftiger Spontaneismus oder Anarchismus in diesem individualanarchistischen Sinne, sondern wirklich eine effektive Organisierung, die es noch mit jeder Parteiorganisierung der KPs aufnimmt, ja, die diese abhängt und auf ihren Platz in der bürgerlichen Parteiengeschichte verweist, sondern eine Selbstorganisierung der Proletarisierten. Das schwebte der SI vor. Ein Vorurteil, dass die SI es nicht mit einer solchen revolutionären Organisation dass sie da nichts im Sinn gehabt hätte, dass wir ebenfalls versuchen zu korrigieren. Gleich dazu muss gesagt werden, dass die SI in der Frage der Staatlichkeit ebenfalls ganz Marx, orthodox will ich nicht sagen, aber sehr Marx-linig von der revolutionären Diktatur des Proletariats sprach und die revolutionäre Diktatur des Proletariats sozusagen erneuert postuliert hat, allerdings mit dem Zusatz, den Anarchismus überholend, dass es sich dabei nur um die antistaatliche revolutionäre Diktatur des Proletariats handeln kann.
Und das ist gerade im Spektakelbuch sehr gut ausgeführt und lässt also keinen Zweifel aufkommen. Es gilt, die Demokratie, die immer bürgerlich-staatliche Form bleibt, sozusagen zu überholen, auszufüllen, zu radikalisieren. Das heißt aber zugleich das Aufheben jeder Staatlichkeit und das heißt die generalisierte Selbstverwaltung, eine radikale Rätedemokratie und eine Räte-Selbstorganisierung, die auch den Namen, wofür der Name Demokratie zu eng ist, ja, die, wo hinter der keine Organisation, keine extra separate Partei oder auch Räteorganisation nochmal steht, sondern die Räte selber, der Leute selber, die müssen die Sache in die Hand nehmen und die müssen die Machtorgane bilden, auch im Keim schon. Für diese Vision oder für dieses Konzept haben sie damals, 1967, eine sogenannte minimale Definition der revolutionären Organisationen angenommen. Das war im Juli 1966, wo sie auch geguckt haben, das Thema war in ihrer Konferenz in Paris, die Organisation der SI, die Organisation im Allgemeinen und die Weiterentwicklung unserer Beziehungen zu zurzeit auftretenden revolutionären Strömungen. Also eine ganz konkrete, unmystifizierte, kann man sagen, Realpolitik, revolutionäre Realpolitik in dem Sinne, ja, mit wem können wir, also man kann auch von Bündnispolitik direkt sprechen, aber diese minimale Definition muss beinhalten, dass sich niemals eine revolutionäre Organisation, weder wir, also die SI, noch irgendwelche anderen Räteorganisationen, die eh schon gegen dieses leninistische, hierarchische, jakobinistische Parteikonzept sind, dass sie sich irgendwie über oder hinter oder neben die Selbstverwaltungsorgane der Leute stellen oder erheben. Das war so die Lehre aus der Geschichte. Wir versuchen das in diesem Buch am Beispiel des Schicksals der russischen Revolution, also der Räterevolution in Russland und wie sie dann von der sogenannten Sowjetmacht, die aber de facto usurpiert worden ist von den Bolschewiki, die in der Eroberung der Rätemacht eine hervorragende, ja, unentbehrliche Rolle gespielt haben, aber dann sofort sich gegen die Räte aus ganz bestimmten historischen Gründen, auch tragischen Gründen gewendet haben und dadurch dann ist diese Räterevolution in eine Konterrevolution und schließlich in die stalinistische Konterrevolution umgeschlagen und in dem Bild der SI von dieser tragischen Geschichte einer der bedeutendsten revolutionären Anläufe im 20. Jahrhundert, an die sie auch anknüpften, da ist die Zäsur Kronstadt 1921 die Sowjetmacht dem Namen nach unter solchen geheimdienstgestützten Parteistaatsorganen, für die Namen Lenin, Trotzki und andere stehen, die macht dann die dritte Revolution der Sowjets, die von Kronstadt ausgehen wollte, ja, für die ganze Sowjetmacht auf dem Territorium der Sowjetunion sprechend, eine echte generalisierte Selbstverwaltung ohne Parteiherrschaft, das macht diese Parteiherrschaft platt und das ist eine ungeheure Lehre für die SI gewesen, ebenso wie der spanische Revolutionskrieg 1936 bis 38 für sie die große Lehre war. Die kannten als junge Lettristen ja noch zahlreiche sozusagen Veteranen dieses Revolutionskrieges, haben die gelöchert, sich mit denen unterhalten, waren hellwach und haben das sozusagen ausgewertet, revolutionstheoretisch, historisch, was ist da passiert und wie können wir die Lehren daraus ziehen, damit das nicht wieder so praktisch rekuperiert wird, ein revolutionärer Anlauf. Deswegen auch die ganz strikte Intention, eine effektive revolutionäre Organisation hinzukriegen. Das ist ein völlig unbekannter Aspekt, der eine revolutionäre antistaatliche Diktatur des Proletariats auch errichten kann. So, ich komme jetzt langsam ans Ende. All das, was ich hier vorgehabt hatte, lässt sich jetzt nicht mehr realisieren. Ich kann, wenn Leute interessiert sind, vielleicht kann man hier irgendwas kopieren, weil es jetzt noch nicht auf der Website steht, erst so nächste Woche kann ich vielleicht Leuten, interessiert sind, da ein paar Kopien von machen, von dieser kleinen Geschichte. Das sind eigentlich 40 Seiten, ja. Und da hat man dann auf der Palette ereignisgeschichtlich sehr stark auf René Vienés Buch gestützt, ne. Also so eine Zusammenschau der Geschichte der SI in vielen Details, Dokumenten und des Mai 68, die sehr erregend ist, kann man sagen, wenn man sie so Revue passieren lässt. Ich glaube nicht, dass es Sinn hat, damit jetzt noch anzufangen. Ich habe das in bestimmten Knotenpunkten mal rausgeholt. Das war diese Verwirrung, Studentenbewegung und Jugendbewegung, Organisationsfrage. Ich habe den Punkt mit der Arbeit angerissen. Lauter solche blinden Flecken. Und abschließend möchte ich sagen, wir haben eine kritische Geschichte der Theoriebildung der SI zu
zu zeichnen, nämlich indem wir gerade die blinden Flecken, und das ist einmal, ich hatte es vorhin bei dem Israel-Komplex schon angedeutet, dass der Staat Israel einfach irgendein bürgerlicher Scheißstaat ist, den man genauso wie jeden anderen bürgerlichen Scheißstaat oder reaktionären Staat behandeln kann, sondern das ist ein ganz komplexen globalen Verhältnis, wo der Antisemitismus eine wachsende Rolle im Kapitalismus spielt, zu sehen ist und wie die SI an dieser Frage auch aufgelaufen ist, geschwankt hat. Einmal auf Israel das Modell der Kibbutzim als kommunistische Stützpunkte dem eigenen Selbstverständnis nach ursprünglich sozialistische Kibbutzim gesetzt hat und sagt, daraus kann man was machen, und andererseits dann aber geschwenkt ist und auf die palästinensische, ich sage jetzt einfach die reaktionären, die revanchistischen Heimatvertriebenenverbände, der im Rahmen der PLO gesetzt hat, und dann mit bestimmten Gründen und Argumentationen, wir haben es auf der Website dokumentiert, dann eben eher, naja, gut, also Israel, das Gebilde und so, das muss vom Erdboden verschwinden, da auch versagt hat. Das hängt zusammen mit dem blinden Fleck, den wir sehen, dass die SI, wie alle Linkskommunisten, wo wir einen Überblick haben, der Katastrophe der bisherigen Geschichte und der Arbeiterbewegung insbesondere, also der revolutionären Bewegung im 20. Jahrhundert insbesondere, das heißt ja auch Shoah, heißt die Katastrophe einfach hebräisch, nicht ins Gesicht gesehen hat, dass sie da ein Schweigen bewahrte, dass sie das ständig umgeht, und das ist eindeutig einer der großen blinden Flecken der SI, der auch zu verstehen ist aus der Geschichte dieser jungen Leute direkt nach dem Krieg. Sartre hat das Schweigen als einziger gebrochen 1946 mit seinen Essays zur sogenannten Judenfrage, die sehr lohnen durchzugehen, und die anderen haben das ebenso verdrängt, auch in Frankreich, dieses Problem der Kollaboration bereits schon, wie es auch viele Linkskommunisten als eine ungeheure Kränkung empfunden haben, dass hier versagt worden ist, dass hier angesichts dieses Gattungsbruchs in der Gattungsgeschichte, ja, in der Menschheitsgeschichte, dass das passieren konnte und dass das nicht verhindert werden konnte von keiner revolutionären Kraft und auch von keinem Proletariat, ja, dass eine derartig unfassbare Kränkung auch ist, dass man das erstmal verstehen muss, dass es wie jede Traumatisierung eine Betäubung darstellt. Aber verstehen heißt nicht jetzt verzeihen, sondern wir müssen sehen, dass dieses Problem ungeheure Auswirkungen der Lähmung auch in der Geschichte der SI selber hatte und einer gewissen Abstraktheit auch, in der sie festlief, zum Beispiel die Abstraktheit, das Proletariat als Chiffre gegen die konkrete Situation nach der Shoah weltgeschichtlich und in der Revolutionsgeschichte sozusagen zu setzen, wie das so eine Manier von linkskommunistischen Argumentationen häufig ist. Eine hochkomplizierte Frage, der wir uns aber stellen müssen. Wir sind dieser Frage natürlich nicht ausgewichen und haben insbesondere auch zu der Frage, wie sie Deutschland, die deutsche Misere, wie Marx und Engels das nannten, behandelt haben und das auch sehr, 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 sagen wir mal, stiefmütterlich, oder wie man sagt, behandelt haben, ja, wie sie da auch sehr das umgangen haben. Sie haben es aber in einer bestimmten Weise behandelt, denn die deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert war die Geschichte sozusagen der Weltkonterrevolution, in der sich die Weltkonterrevolution gerade gegenüber der russischen Revolution konzentriert hat, und diese ungeheure Rolle, man kann sagen, bis heute, wir verfolgen das auch in Aktualitäten hinein, im letzten Teil, diese ungeheure Rolle der deutschen Konterrevolution, der deutschen Zustände, der deutschen Misere, auch die hat die SI, auch der ist die SI eher ausgewichen. Also dieser Komplex, Shoah, deutsche Misere, deutsche Geschichte, konterrevolutionäre Rolle immer wieder, von Deutschland einfach, ja, und die Frage des Staates Israel, da sind wir rangegangen und haben daran auch bemessen, an der Problemlage, wie sich uns heute stellt, was hat die SI da uns zu sagen, ja, von ihrer revolutionstheoretischen Vorgabe her. Der zweite blinde Fleck muss auch erwähnt werden, das ist dieser Männermief in der SI. Die SI, das geht schon aus den Bildern hervor, das geht aus ihrem ganzen Bild vom Proletariat hervor. Das Proletariat ist sozusagen, wenn man zum Beispiel von Cesare Pavese, der Genosse, das ist so eine Erzählung, die fiel mir gerade neulich in die Hände, da hat man dieses ganze knackige Bild des sozusagen Blaumanns, des jungen Proletariers, der vom Alltagsdenken her dann so, das spielt auch zur Zeit des Mussolini-Faschismus, während in Spanien der Bürgerkrieg oder Revolutionskrieg tobt, ja, und wie der sich dann politisiert, dieser junge Genosse, also wie der junge Arbeiter aus Norditalien und dann nach Rom kommt, wie der zum Genossen wird, der Resistenza und so weiter sich engagiert, und dieses idealtypische Bild, was viele realistische Züge trägt, das ist Neorealismus, diese Erzählung von Pavese, das ist ungefähr so das, was der SI vorgeschwebt hat. Und das ist diese fordistische Gestalt des
des revolutionären Proletariats oder des sich revolutionierenden Proletariats, ja, in den 50er und 60er Jahren, dass man verstehen muss, dass man deuten muss. Aber das heißt natürlich nicht, dass man da hängen bleiben muss und das nun weiterhin überhöht, sondern muss sehen, wo die Beschränkung lag und auch die klischeehafte, ja, spektakuläre Abstraktheit dieses Bildes. Und von daher sind wir bei der Geschlechterfrage auch rangegangen, wir haben da nicht viel gelöst, wir machen den Essay auf, weil wir auch Streit innerhalb unseres Kollektivs, Autorenkollektivs hatten, auch sprachliche Probleme, wie geht man mit der Sprachkritik der SI um und wie wendet man auf diesen blinden Fleck Gender-Rollen, Role Models und so weiter, wie wendet man das an bei der SI, denn das war eine objektive Schranke und eine subjektive Schranke vor allem auch, wo wir auch nicht viel weiter sind, wo wir aber ein Problembewusstsein haben. Jetzt habe ich diese zwei Fokui, diese zwei blinden Flecke nochmal extra herausgestellt. Und mehr kann man jetzt heute für so eine Buchvorstellung nicht tun. Tummelt euch auf den Seiten und wir würden uns das sehr wünschen und ohne Bandagen kritisch sich reinhängen und das wäre schon was. Und ladet uns ein in die Städte, dass man das mit Zeitraum alles diskutieren kann. Die Infights einer sterbenden Linken sollten uns nicht allzu sehr beschäftigen. Dazu gehört auch das Spektakel. Bist du anti-deutsch oder bist du anti-anti-deutsch und so. Dazu kann man nur sagen, wir haben uns dieser Sache auch gestellt, dazu kann man nur sagen mit Marx, diese ganzen Spektakel die, und Ideologeme und verkehrtes Bewusstsein, die Linke auch lähmen, die kommen nicht aus den Büchern in die Wirklichkeit, sondern sie sind aus der Wirklichkeit in die Bücher gekommen. Da muss man sich auch auflösen und deswegen versuchen wir es in diesen zwei Bänden der Wirklichkeit, der Klassenkämpfe des 20. Jahrhunderts zu stellen, auch über die SI hinaus. Der Aufbau nochmal im ersten Band im Enchiridion ist Kritik der revolutionäre Kritik des Proletariats. Dann der nächste Abschnitt die Kritik der Geschichte, der letzte Abschnitt mit diesen blinden Flecken, die Kritik der SI und die Kritik des Buches und der beiden Arbeitsbücher, die sollte möglichst auf den Websites stattfinden. Das sind zwei Websites. Ja, das steht hier auch, das sind auch Prospekte, glaube ich, ausgelegt, wo das zu entnehmen ist. Die Webpage heißt einfach theorie.org, also www.theorie.org. So, dass, da kriegt man das dann auch vor Augen und kann ganz gut darauf spazieren gehen und schon mal einige Exkurse abrufen und sich dazu verhalten. Was ich noch gut fände, ist, wir sitzen ja offenbar noch unbehelligt ein paar Minuten, diese Exkursliste ist schon sehr lang. Wir haben nämlich ungeheure Rohmassen von Vorarbeiten abgeschält und erstmal als Exkurse, zum Teil als Rumpfexkurse, zum Teil als fertige Exkurse, als Langfassung und Fassung, erstmal auf diese Websites gestellt. Das ist sehr vorteilhaft. Dann ist das nicht für den Mülleimer oder so Papierchen für ein paar Freunde, sondern das ist steht zur Verfügung, die Vorarbeiten. Also die Exkurse auf der Website, erstens haben wir die Abteilung historische Skizzen, also davon ist das wenigste jetzt schon zugänglich, wird aber im Laufe des nächsten halben Jahres nach und nach erschlossen. Wir müssen das ja redigieren, wir müssen erstmal mit dem zweiten Band soweit klarkommen. Im Moment sind wir da bei den Errata für den ersten Band, die wir in den zweiten Band noch gleich reinstecken wollen. Wenn der dann im Januar vorliegt, und dann muss ihn nicht kaufen, sondern man kann das auch alles, die Anmerkungen und Glossar und alles natürlich auf der Website auch haben, sich runterladen und dazulegen oder so, wenn man damit arbeiten will. Aber wenn wir mit diesem zweiten Band soweit fertig sind, dann geht es an diese Exkurse. Das heißt, es wird das nächste Jahr dauern. Dann werden aber folgende Exkurse zur Verfügung stehen. Abteilung 1, historische Skizzen zur Geschichte der SI. Da kommt dann als erstes das, was ich heute zum Besten geben wollte. Kleine Geschichte der SI, sprich Geschichte des Mai 1968 in Frankreich. Ereignisgeschichtlich und aus der Sicht der SI-Dokumente. Dann Exkurs zu Ritual und Sinn der Ausschlusspraxis der SI. Es gibt da so einen bestimmten Mythos um die Ausschlusspraxis der SI. Stalinistische Mickey-Mäuse, die sich da ständig gegenseitig weggesäubert haben, sodass am Schluss nur noch zwei Leute da waren, was auch stimmt, oder drei Leute. Und was hat es damit auf sich? Auch bei den Lettristen schon. Dann weitere Topoi und Traumata historischer Komplexe. Dazu ist es gut, dass ich noch die Möglichkeit habe, darauf zu weisen. Wir haben das aufgezogen entlang Topoi, also einer Topik. Das heißt, bestimmte Orte ist das in der, auch in der
klassischen antiken Philosophie, so Hegel hat er auch viel Wesens von gemacht, dass man sich bestimmte Gedächtnispunkte vor Augen führt, eine Topik, bestimmte Orte, wo man sich etwas merkt. Wir haben das auch dann ausführlich erklärt, was unter Topik und Topoi zu verstehen ist. So ein Topos ist so ein bestimmter Ort, den man sozusagen abstellt, wie auf einer inneren Karte, um sich zu orientieren, um sich Sachen zu merken, um die in Verhältnis zu bringen. Das kann natürlich zu so einem ganz schablonenhaften Denken führen, das ist immer die Gefahr dabei, aber erstmal ist es eine Gedächtnishilfe und eine sozusagen Lernhilfe, um sich diese ungeheure Masse historischer Erfahrungen, auf die die SI sich bezieht, um sich die selbst in einer Zeit der zunehmenden Geschichtslosigkeit und Zerstörung des historischen Bewusstseins, um die sich einfach anzueignen. Also der Untertitel heißt einfach eine Aneignung, so ist das gedacht. Und deswegen ein Topic. Und deswegen haben wir bei jedem Revolutionsknotenpunkt zwei Topoi benannt oder ein Topos, um den es da geht. Also beispielsweise im historischen Teil, Kritik der Geschichte, haben wir bei, die Überschrift heißt ohnehin Traumata und Topoi revolutionäre Anläufe. Es wird erklärt, was Traumata und Topoi sind und warum wir damit arbeiten, um das in Skizzenform darzustellen, etwa bei den USA. Ja? Das Trauma der USA, wie die es auf die SI gekommen ist, in den 60er Jahren, das wäre Armut im Reichtum. So nannten sie das mit einer Formel. Armut im Reichtum, das war eine SI-Formel. Das wäre das Trauma. Es wird erklärt, warum das traumatisierend war für die Menschen in den USA, für die Proletarisierten und auch für die Leute, die das sich angeguckt haben, außerhalb der USA und namentlich für die SI. Der Topos bei dem Abschnitt USA wäre die Auflösung der Gesellschaft im diffusen Spektakel. Topos, diffuses Spektakel, ein revolutionstheoretischer Fachausdruck der SI, der dann im weiteren, am konkreten Beispiel Affluent Society, also Überflussgesellschaft der USA in den 60er Jahren, verdeutlicht und konkretisiert wird. All das nur skizzenhaft, was ein Wagnis ist, das zu machen, weil man sehr leicht in Klischees landet, aber etwa Vietnamkrieg, gibt es dann auch in Anmerkungen, kleine Geschichte des Vietnamkriegs, die Eckdaten, damit man das alles sich mal reintun kann, so in einem Zusammenhang und dadurch einen Topic aufbauen kann, wo man dann selber sich weiter umtun kann. Und das Verständnis, das historische Verständnis, das immer ein, und das ist der letzte Punkt, das immer ein psychoanalytisch gesättigtes bei der SI ist. Das heißt, man könnte analog und parallel zu der Kritik der politischen Ökonomie, auf die SI gesetzt hat, auch, was Freud auch mal den Ausdruck benutzt, von einer Kritik der libidinösen Ökonomie sprechen. Das heißt, gerade die Bedürfniswesen-Mensch, das Triebwesen-Mensch, um in Freuds Trieblehre-Terminologie zu sprechen, und Freud, Wilhelm Reich, Fenichel und viele, oder nicht so wenige, die versucht haben, gerade viele Frauenpsychoanalytikerinnen im Fenichel-Kreis etwa, den wir mit einbeziehen, immer wieder mit Hinweisen, der heute erst entdeckt wird in den 30er Jahren, dieser kommunistische Psychoanalytiker-Kreis, meistens jüdischer, aus Deutschland kommen, exilierter Psychoanalytikerinnen, vor allem auch in den USA und über die Welt verstreut, die so einen geheimen, so eine Art psychoanalytische Internationale da gebildet haben, so eine kleine, analog zur späteren SI, könnte man sogar sagen, und diese Frage der Massenpsychologie, wie konnte der Faschismus, wie konnte der Nationalsozialismus, wie konnte der Antisemitismus, dieser eliminatorische Antisemitismus in Deutschland entstehen, wie konnte das passieren? Haben die schon in den 30er Jahren versucht, psychoanalytisch weiterzuentwickeln. Also eine völlig verschüttete Angelegenheit, die aber unterirdisch sozusagen bis auf die SI und ihre Thesen, ihre Themenstellung, die situationistische Organisation, schreibt Van Eygem einmal, muss sich über kurz oder lang als eine Therapeutik definieren, ja, überkommen ist. Also diese ungeheure Sensibilität, mit der Psychoanalyse revolutionstheoretisch auch zu arbeiten und die aus der Verschüttung und der Anpassungspsychoanalyse, die auch Adorno kritisiert hat, beispielsweise ja zu befreien, herauszulösen und für eine Revolutionstheorie und Praxis fruchtbar zu machen. Was geht denn den Leuten vor? Warum das? Warum verknechten sich die Leute freiwillig? Warum empfinden sie Lust dabei? Was ist sekundärer Krankheitsgewinn? Dazu haben wir natürlich auch zwei Exkurse. Der eine heißt die Situationisten und die Psychoanalyse und der andere geht insbesondere über die psychoanalytischen Termini Traumatisierung, Abwehr, Verdrängung. Ja? Das Proletariat wird definiert als die Wiederkehr des Verdrängten des 20. Jahrhunderts von der SI. Ja? Da haben wir schon diese Einheit, dieses Ineinandergreifen von der politischen Ökonomiekritik, der libidinösen Ökonomie. Das dazu war mir noch wichtig. Ich fahre mal fort, solange wir hier noch sitzen können. Also zu den Topoi und Traumata historischer Komplexe werden die Essays zum Teil auch ja Exkurse geliefert. Permanente Revolution, das heißt um den Knotenpunkt 1848. Das wird alles von der marxischen
sozusagen Begründung des wissenschaftlichen Kommunismus, wie Marx das etwas widerstrebend nannte, aufgerollt so. Wie hat die SI die, sozusagen das Problem der permanenten Revolution, wie kann bürgerliche Revolution, wie können demokratische Aufgaben, die nachholend oder erstmals geliefert werden, geleistet werden müssen, wie kann das sofort in eine kommunistische Gesellschaftlichkeit überführt werden? Das ist das Problem der permanenten Revolution ab 1848. Wie haben Sie das weiter behandelt, ja? Dann die Frage der Kommunen, das ist ja das quasi Modell des Kommunismus, daher auch der Name, wir schreiben Kommunismus strikt mit C, begründen das auch. Durch diese winzige minimalistische Veränderung wollen wir aus diesem schlechten Bann des Kommunismus mit K heraustreten und auch den kosmopolitischen Charakter des Kommunismus, wie die SI es sich sah, ja, als radikal maximalistisch, ja, kosmonautisch haben sie sich bezeichnet, kosmonautische Internationalisten sind. Das wollen wir wieder aufnehmen durch diese Schreibweise Kommunismus mit C, begründen das auch. Und manchmal schreiben sie es natürlich mit K, wenn das entsprechend bezeichnet werden soll, dieser Parteistaatskommunismus und so. Und das ist also der Exkurs Kommun 1971. Und wie sie die gedeutet haben, ja, wie sie gedeutet haben im Streit mit Henri Lefebvre zum Beispiel, der da beklaut hat, diesen Professor, der damit dann dicke Bücher gefüllt hat, wo er das abgemildert hat, diese revolutionäre Modellhaftigkeit der Pariser Kommune beispielsweise. Oder was ich an Rimbaud und auch Lautréamont und diesen Zeitgenossen der Pariser Kommune an Kunstmodernismus festmacht. All das spielt in diesen Exkurs hinein. Der nächste Exkurs ist dann die Internationale Arbeiterassoziation, also sozusagen das Modell einer internationalistischen Selbstorganisierung des Proletariats, wie es von Marx und anderen damals entworfen worden ist, ja, und wie die SI daran anknüpft, das sozusagen erneuern will. Der nächste Exkurs heißt die situationistische Kritik des Anarchismus. Gerne reklamiert der Anarchismus, egal welcher, vor allem auch der Individualanarchismus, Max Stirnerscher Linie, die Situationisten für sich, als wäre das selbstverständlich, dass das irgendwie so eine Art Anarchisten waren. Waren sie aber nicht, und die echten Anarchisten, Abel Path und solche Leute, die sind der SI Spinnefeind, weil die SI sind dann für die wieder die richtigen Marxisten. Und Marxisten sind dann für spanische CNT-Anarchisten wieder im Grunde schon Stalinisten, ja, lauter kleine Stalins. Also das heißt, diese ganze Klärung, antistaatliche revolutionäre Diktatur des Proletariats, da liegt die ganze Anarchismuskritik der SI schon drin in dieser Formel. Ja. Man nimmt alles von Bakunins, von nicht von dem Antisemiten Proudhon und sehr viel von Fourier, für den auch Marx geschwärmt hat, Engels geschwärmt hat und so, damit rein, ja, aber man versucht dem Anarchismus, da wo er eine gute Staatskritik aufgebaut hat, sozusagen den Schneid abzukaufen, so wie der hervorragende Marxologe in Frankreich, der die SI auch mit beeinflusst hat, obwohl sie ihn nicht mochten, Maximilien Rubel, einen sehr schönen Essay, der war mal in der Zeitschrift Aktion vor ein paar Jahren, 97 oder so, einen sehr schönen Essay abgeliefert hat auf seinen alten Tage, Marx als Theoretiker des Anarchismus, und zeigt, dass der Marx, wenn er sein Buch über den Staat jemals fertig bekommen hätte, als Band, was weiß ich, 4, das Kapital oder so, das Kritik der politischen Ökonomie, wollte er ein Buch über den Staat auch liefern, dann wäre das eine full-blown Theorie des Anarchismus gewesen, eines materialistischen Anarchismus, der wirklich auf die Beine gesetzt ist und nicht so ein idealistischer Anarchismus, als welchen ihn gerade im Spektakelbuch die Situationisten kritisieren. Den Anarchismus etwa, der so viele Verdienste auch in Spanien gerade hatte, um die erste sehr weitgehende radikale Revolution in den 30er Jahren, die er organisiert hat, wo er dann aber stecken geblieben ist, dieser Anarchismus, der CNT, dieser Anarchosyndikalismus, und aufgrund dieses idealistischen, abstrakten Freiheitsbegriffes. Also da war die SI, da wollte sie einfach weiter. Insofern ist die Anarchismuskritik heutzutage besonders interessant, wenn man nicht auf dieser staatskommunistischen, parteikommunistischen Linie weiter sich bewegen möchte. Der nächste Exkurs ist entsprechend die Revolution in Spanien 1936 bis 1939, das Extended Version. Hier ist eine Kurzfassung im Buch bereits drin. Das war ja ganz prägend für die Lettristen und Situationisten. Dann die Räterevolution und Sowjetmacht, habe ich schon erwähnt. Die russische Revolution und was daraus wurde. Nach diesem Exkurs folgt, der in der Kurzfassung jetzt auf der Website steht, aber sehr unbefriedigend, weil das viel komplexer ist, was da mit der chinesischen Revolution im 20. Jahrhundert, das kann man nicht auf so drei Seiten abhandeln, wie wir das jetzt in der Not gehorchend als Skizze getan haben. Das wird demnächst auch als Extended Version erscheinen. Revolution in China und Maoismus, die Kulturrevolution als Explosionspunkt. Als Explosionspunkt nehme ich des sogenannten im Gegensatz zum
diffusen diffusen Spektakel, ich baue jetzt ein bisschen ab auch schon, diffuses Spektakel, das konzentrierte Spektakel. Diffuses Spektakel und konzentriertes Spektakel sind dann in der späten Entwicklung der situationistischen Revolutionstheorie bei dem späten Guy Debord, wo es die SI nicht mehr gab, so in den 70er, 80er Jahren, schon vor allem in der italienischen Entwicklung, wo der Staatsterrorismus oder dieser scheinbar so revolutionäre Terrorismus eine Rolle spielte. Wir haben es ja heute mit dem Problem wieder verstärkt zu tun, diese Staatsschattenspiele, wo man nicht genau weiß, wer sind jetzt die Agenten, Geheimagenten, sind das die Revolutionäre oder sind die sogenannten Revolutionäre die Geheimagenten, wie der Guy Debord das dann später sarkastisch formuliert. Also damit sieht der späte Debord ein integriertes Spektakuläres, eine Vermischung, ein Ineinandergreifen, eine Konvergenz von diffusem Spektakel und konzentriertem Spektakel. Das ging aber so in den 70er Jahren erst los und das wurde vor allem an Italien beobachtet. Und in den 60ern hatte man diese zwei Blöcke quasi noch klar vor Augen, Ost und West, konzentriertes Spektakel im Osten, diffuses Spektakel im Westen. Dann haben wir den Exkurs Befreiungsbewegungen im Trikont. Die SI hat es nie so genannt, sie spricht sarkastischen Anführungszeichen von den sogenannten unterentwickelten Ländern. Sie hat das ganze Problem der Unterentwicklung der Trikontinentalen oder der Dritten Welt, und wie es nun immer genannt wurde, hat sie sehr differenziert und sehr viel anders aufgefasst, als das die antiimperialistischen Bewegungen, wie, um sie mal so zu etikettieren, in einem Containerbegriff, taten und tun. Und die Devise ist ganz typisch für die SI, die sie sozusagen vorangestellt hat, schon 1965, in so einer berühmten Adresse an die Revolutionäre Algeriens und aller Länder, wo sie so diese Weltlage in ihrer Sicht so konzentriert mal dargestellt hat. Da sagt sie, die wirkliche Unterentwicklung in der ganzen Welt, das ist die Unterentwicklung der Theorie, der revolutionären Theorie. Also immer über die theoretische Praxis an die praktische Praxis rangehen und nicht umgekehrt, sonst wird da nichts draus. So viel auch zu den Problemen der sogenannten Befreiungsbewegung im Trikont. Dann kommt der Exkurs zu den USA als Explosionspunkt des diffusen Spektakels. Da war ich schon drauf eingegangen. Dann kommt das war der dritte Exkurs, der jetzt in Kurzfassung schon auf der Website steht, nämlich über Japan. Hatte ich kurz an der Sengakuren-Bewegung erwähnt, auf die sich sehr emphatisch bezogen hatten. Dann ist der nächste Exkurs Europa vor und nach 1968. Da werden behandelt das Verhältnis der SI zu Spanien, Frankreich, Italien und England. Alles Skizzen, muss man mit versuchen, das zu formen, dass das nicht zu schief gewickelt ist. Das sind Versuche, das für einen selbst auch zusammenzufassen, aber alles an den Dokumenten und Einschätzungen der SI, die bis zum Kongo gingen und die also sehr, sehr kosmopolitisch ausgerichtet waren. Dann kommt die Extended Version von Die deutsche Misere. Natürlich ganz klar in der gegenwärtigen Zerfleischung und Orientierung der Kampfhunde, bist du deutsch, bist du antideutsch, bist du anti-antideutsch und so, in diesem Spektakel quasi der Linken, der sterbenden Linken, da ist es natürlich sehr, sehr entscheidend, uns da auch hier also auf die Sprünge zu helfen, wie wir diese deutsche Misere behandeln. Ich habe da so das Unbehagen, dass wir in dieser Skizze also ein bisschen überbaulastig, will ich mal sagen, behandelt haben. Machtfantasie Deutschland, und dann wird gezeigt, wie die dann seit der Reichsgründung, Bismarck zwischen Grün und Blut und Eisen, sozusagen dieser Machtfantasie Deutschland, dieser antisemitischen Machtfantasie Deutschland, nun so eine ökonomische Basis untergeschoben haben. So einfach kann man das natürlich historisch-materialistisch auch nicht machen, aber es ist ein Impuls. Wir sind gleich fertig. Dann der Exkurs Herausforderung Israel, Extended Version. Dann kommt das Kategoriale, und das ist eigentlich der Hauptpunkt des Buches Band 1, dieses Enchiridion. Zum Kategorialen, da haben wir uns ganz, ganz, ganz fleißig bemüht, das ist wirklich eine Fleißarbeit, nachzuweisen und zu zeigen, wie die Spektakeltheorie, über die ich jetzt noch gar nicht gesprochen hatte, der Terminus, der zentrale Terminus der situationistischen Revolutionstheorie, wie der in der marxischen Kritik der politischen Ökonomie verankert ist. Hauptsächlich in der Warenfetisch-Kritik. Und ganz stolz sind wir auch darauf, dass wir nachweisen und zeigen, wie sozusagen der Terminus Spektakel, Spekulum, Spiegel, der noch viele andere Bedeutungen hat, wie der in dem Wertspiegel, in der Äquivalentform der Wertformgleichung, dieser Wertformgleichungen, der Wertformanalyse bei Marx, ja, Fetischismusanalyse, Wertformanalyse und Austauschprozessanalyse, ja, die Marx da aufbaut, um überhaupt zu verstehen, die Keim- und Kernform des Kapitals dann und des Geldes, vor allem den Geldfetisch, den Geldkristall zu entmystifizieren. Da sitzt sozusagen die ganze Spektakeltheorie,
Die ist revolutionstheoretisch voll in dem Spiegelungsverhältnis des Warenfetischismus, nämlich ein Spiegelungsverhältnis von Subjekt-Objekt, ja, als ein vertracktes, identisches Subjekt-Objekt, das hochphilosophisch-lukatschianisch gesprochen, ja. Da sitzt die Spektakeltheorie schon drin und sie sitzt in dem Wert, in der Äquivalentform, relative Wertform, Äquivalentform zwischen den Menschen als Privatbesitzer, als Privatproduzenten, und da sitzt die im Wertspiegel, so wie Marx das nennt. Nur als Hinweise, das ist eine richtig kleine Entdeckung. Und so verankern wir in dem kategorialen Teil zum ersten Mal die Spektakeltheorie der Situationisten in der reinen marxischen Kritik der politischen Ökonomie. Da sind wir wirklich ein bisschen stolz darauf. Die weiteren Stichworte in diesem kategorialen Teil sind gleich durch. Zur Etymologie des Wortes Spektakel, bin ich eben darauf eingegangen. Zur Methode der Kritik bei Marx und bei Debord. Weiterer Exkurs, Dialektik und offene Totalität. Michael Heinrich hat in dem Bändchen dieser Reihe, das ja so einigermaßen erträglich ist als Hinführung zur Kritik der politischen Ökonomie, hat er auch zu Recht darauf hingewiesen, wenn jemand von Dialektik redet, und die SI redet dauernd von Dialektik, ja, soll man sofort fragen, was er oder sie darunter versteht. Und das haben wir versucht auch auszuweisen. Ja. Dialektik und offene Totalität auch als extra Exkurs. Natürlich auch hier in dem Büchlein versucht zu beantworten. Dialektische Topik ist ein weiterer Exkurs in dem Zusammenhang, der entstanden ist. Dann das Theorie-Praxis-Verhältnis und die sogenannte Konstruktion von Situationen. Dann der Exkurs Strategie und Taktik. Das wird hier also relativ ausführlich behandelt, das Problem der Strategie und Taktik. Dann das Problem des Klassenbewusstseins, Konstitutionsproblem, auch bei Kral und so, alles verschüttet, muss man endlich wieder diskutieren. Berührungspunkte von Krahls Konstitution und Klassenkampf, diese Sammlung von Krahls Essays und so weiter. Berührungspunkte von Krahls Konstitution und Klassenkampf mit der situationistischen Revolutionstheorie. Dann die Kategorien Natur und Geschlecht und die Sprachkritik, ein weiterer Essay. Ich mache den paar Fortschritt gerade hier fertig, dann haben wir es. Dann die kategoriale Exkurs Arbeit und Entfremdung. Dann der Exkurs Leben und Vitalismus, also Lebensphilosophie. Der Vanagemismus ist ein Stichwort dafür, für diesen Drall in der SI immer wieder, sozusagen das Leben, so im links-nietzscheanischen Sinne, zu leben verstehen, leben und so weiter. Also das ist eine Abstraktheit, die dann auch, ich hatte da vorhin schon kurz was zu bemerkt, die behandelt werden muss, weil das in der Linken, namentlich der deutschen Linken, sehr stark weitergegangen ist, auch in dem Selbstverständnis, Theoriefeindlichkeit, Anti-Intellektualismus und so weiter. Und dann weiß man halt, Aktionen versteht man zu machen und so weiter, weil man zu leben versteht. Dann das System der Bedürfnisse, dann der Exkurs Armut im Reichtum, diese Formel der SI, im Zug auch auf USA ganz besonders zugespitzt, Armut im Reichtum und sogenannte Verelendung, also dieser ganze Humbug mit sogenannten linearen Verelendungstheorien ab Marx, also die Marx unterschoben werden. Dann der Exkurs Kritik des Fetischismus, dann kommt der berühmte Wertspiegel-Exkurs, dann kommt der Exkurs Mystifikation der Lohnform, dann kommt der Exkurs, das SI-Theorem von den Gadgets. Kann ich jetzt nicht drauf eingehen, würde zu viel Zeit kosten. Die Gadgets. Spektakelthese ist auch dazu vorhanden, was die Stelle der Gadgets in dem modernen Consumer Capitalism für die SI ausmacht. Dann hatte ich erwähnt die SI und die Psychoanalyse und als letztes in dem Zusammenhang den Exkurs Traumatisierung, Abwehr, Verdrängung. Soweit erstmal. Die Anmerkungen kann man schon sich runterladen und damit arbeiten. Danke für eure Geduld.